Meine Damen und Herren, das ist Gnagner LP und wir spielen weiter bei Mario's Return, diesem tollen Mario Hack. Choc Codes Road 1, yeah! Hell yeah! Das war ein cooles Level, das habe ich nämlich schon gespielt, wenn ich ernsthaft bin. So, und wir haben uns diese Yoshi Cone reichlich verdient. Cone, sage ich schon, ich bin so cool. Diese Yoshi Cone, haben wir uns sowas von verdient. Ich könnte kotzen. Okay. Jetzt kam ein ziemlich harter Jump. Okay, der ist doch nicht so hart, wie ich dachte. Actually. Ja, man muss es natürlich auch hinbringen. So. Ja. Das Level ist bisher eins meiner Lieblingslevel, wenn ich ehrlich bin, weil. Es ist ziemlich cool gemacht, also beziehungsweise die Grafiken oder so und so weiter, die gefallen mir gar nicht so sehr. Das ist auch gar nicht der Bonuspunkt an dem Level, sondern der Bonuspunkt ist, dass es so unglaublich geil designt ist. Mir gefällt das Design des Levels extrem gut, also es ist immer wieder was Neues, und es sind nicht zu viele Sprites, aber es ist auch immer so, dass du dir denkst, hey, das ist challenging, das ist eine Sache, die halt nicht in 5 Minuten gebaut wurde und die so einen bestimmten Grad an Schwierigkeit wirklich herbringt. Und wow, das geht, das wusste ich gar nicht. Egal, scheiß drauf, wir machen auf jeden Fall weiter. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, habe ich das ohne Save States gespielt. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich bin so ein bisschen wieder rausgekommen. Weil ich in der letzten Zeit mal ein bisschen geübt habe, so ohne Safe State zu spielen. Weil das ist immer ganz gut, wenn man das kann. So ein bisschen das drauf hat. Aber wir haben das Level sowieso schon geschafft. Das ist schwierig, ohne Safe State zu spielen. Weil ich meine, früher haben die ja diesen normalen, das normale Super Mario, das ja auch ab einem bestimmten Level gar nicht mal so einfach mehr ist, haben das ja auch ohne Save States gespielt. Hey, ich habe das auch versucht, das hat mich wahnsinnig gemacht. Der ganze Spaß. Ich glaube, wir nehmen den oberen Weg, weil hier. Okay, musste man sowieso nehmen. Interessant. Ja, also, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe das ein bisschen gespielt. Habe jetzt hier mal gerade bravourös mein Item verloren. Hey, aber. Wer braucht Items? In der heutigen Welt. Wir haben immer zu viele Items. Wir müssen unten lang, sobald ich mich entsinne. Das ist hier so ein bisschen. Also ich hasse diese komischen Blub-Blub-Fische. Also die meine ich jetzt nicht, sondern die Küsschenfische und diese komischen Blasen mit Spikes dran. Ich weiß nicht genau, wie ich die umschreiben soll. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier mal durchzukommen, ohne sofort zu sterben. Hell yeah! Ich hab's geschafft. Ja. So. Da war tatsächlich ein Pilz drin. Wow, ho, ho, wow, wow, wow. Okay, das ist ziemlich unschön. Also, ich hasse Level, in denen Chucks vorkommen, in zu großem Abuse. Und dementsprechend gefällt mir das Level jetzt nicht so sehr, weil man hat es einfach maßlos mit den Chucks übertrieben. Und warum kann ich... Warum kann ich da nicht drauf? Warum kann ich da nicht drauf spinnen? Warum kann ich da nicht drauf spinnen? Spin-Jampoon. Okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mehr Skill ausfahren, wenn ich noch welchen da habe. Ha! Wow! Das war allererste Sahne. Das sieht relativ genau deckungsgleich aus zu dem letzten Level, aber hey. Egal, wir sind weitergekommen. Secret Exit. Was ganz Neues in dem Hack. Aber woher sollen wir denn Yoshi haben? Es gibt keinen einzigen Yoshi in dem ganzen Hack. Dementsprechend. Warum sollten wir dann keinen Yoshi haben dürfen? Das kann man auch disablen. Ich frage mich, warum man es so ingelassen hat. Ich nehme mal an, wir müssen hier in die Pipe gehen. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon das Secret Exit verpasst, aber. Hallo? Oh, tatsächlich, ich habe gleich das Richtige gefunden. Na komm raus. Aha.
So. Jetzt will ich den Pilz haben. Dankeschön. Save State. Und weiter geht's. Ja. Das Level ist mir jetzt wieder völlig unbekannt. Das ist ja auch so ein bisschen, also das Projekt ist ja auch so ein bisschen vom Failen verfolgt. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist es so. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da mal hochgekommen. Das ist schon mal sehr gut, wenn man da hochkommt, weil, ich meine, hey, man muss da hochkommen. Weil sonst kann man sowas von kacken gehen. In dem Mist. Ich nehme mal an, wir müssen hier in irgendeine dieser Pipes für das Secret Exit of Doom. Sag mal, ist da irgendwie die Geschwindigkeit erhöht worden von den Viechern? Ja, scheint mir so, weil die extrem schnell raus und reingehen. Aber da war auf jeden Fall kein Secret Exit versteckt, weil wir gehen ja sowieso keine Secret Exit suchen. Das haben wir uns ja schon mal nicht auferlegt, diese Bürde. Okay, hier gibt es scheinbare Invisible Note Blocks. Und ich frage mich, wie man das in einen ernstzunehmenden Mario Hack einbauen kann. Invisible Note Blocks. Aber hey, wir können nicht zu viel erwarten von einem Hack, der bloß von Fans sozusagen hergestellt wurde. Warum habe ich jetzt hier ein Safe State gemacht, frage ich mich. Aber hey, ich sollte nicht so sehr immer aber hey sagen. Okay, das wird jetzt langsam unübersichtlich. So, komm her. Die, Chuck. Und du auch. Komm, da will ich rüber. Danke. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon spielen, aber ehrlich gesagt egal, weil das wird sowieso wieder eine Massenaufnahme. Wir betreten das nächste Level und ich habe überhaupt keine Anzeichen von den Secret Exits gesehen. Secret Exits. Und cool. Oh ja, bei unserem ersten Projekt, also bei dem Mario Hack, da gab es eine Stage, da durfte man ja nicht springen. Und da gab es diese Teile auch nur, dass das Level rutschig war. Das war die Ausgeburt der Hölle. Es gibt nichts Höllischeres als rutschige Plattformen wie diese. Selbst wenn man springen kann, kann man natürlich immer spinjumpen, so von Plattform zu Plattform, so wie so halt so. Oh, cool. Kommt irgendwas aus dem... ja. Das hat jetzt wenig mit Skill zu tun, das hatte eher mit Glück zu tun. So, come here. Oh. So, danke. Ob man da wohl rein kann? Nein, kann man wohl nicht. Oh. Ja, es läuft ganz gut im Moment. Ich find's sehr gut, ich find's sehr gut, ich find's sehr gut. Ich find's richtig nice. Wetten, da gibt's gar kein Item. Ah doch, super. Dann haben wir uns da gar nicht umsonst reingewagt, sondern wir sind tatsächlich mit einem guten Grund hineingegangen und das war Fail. Ich werde das Level jetzt noch abschließen und dann beende ich die Aufnahme auch wieder. Dann habe ich halt nicht so lange aufgenommen, aber hey, nächstes Level geschafft. Sehr schön. Ich gucke jetzt nochmal kurz in Chococodes 2 rein. Das ist ja nice. Also der Start gefällt. Ach Gott. Ne, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also. Ist halt ein kurzer Part. Aber hey. Und ich sollte jetzt aufhören, aber hey zu sagen. Das gibt's doch nicht. Tschüss.